Zack, unser nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Squad Builder Challenge. Wir sind am Start heute mit der nächsten dieser kleinen Episoden, beziehungsweise mit dem nächsten dieser kleinen Videos. Und ich hoffe, dass es heute mal wieder ruckelfrei bleibt bei den Packs. Aber darum geht es ja nicht primär, sondern um die Top-Partien Squad Builder Challenge. Wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Die letzten Squad Building Challenges sind gut bei angekommen und ich hoffe, das tut die heute wieder auch. Videobeschreibung, Links zu IG Vault, 6% Rabatt bei den Kompax Gaming TV. Dazu natürlich noch zu meinem Merchandise, könnt ihr auch gerne auschecken. Ich habe mir noch ein altes Merchandise an, aber es gibt natürlich mittlerweile das neue Hashtag herrlich und so. Und Social Media Links, gerade Twitter und Instagram sind da momentan sehr interessant. So, wir gehen auf diese Squad Building Challenges und wir sehen hier bereits, ich habe einen abgeschlossen, das habe ich im Livestream gestern gemacht, also für euch, ich weiß nicht, wann das Video hier kommt. Es gibt momentan auch für PRB eine unglaublich unattraktive Karte, eine Challenge aus der Pro League. Allerdings muss man dafür 16, beziehungsweise hat die Pro League 16 Teams, ich glaube, immer 11 Spiele. Es ist wieder so eine Challenge, die ich einfach blöd finde, genauso wie League. Wenn man nicht gerade Bateson heißt, kriegt man halt einfach. Okay, es gibt bei jedem eigentlich ganz geile Belohnungen, wenn man mal ganz ehrlich guckt. Hier, guck mal, Premium Gold Set, dann gibt es hier Goldspieler Set, Premium Silber Set, okay. Premium Silber Set, 500 Münzen, Premium Gold Set, Gold Set, Goldspieler Set, Premium Gold Set, Premium Gold Set, Jumbo Premium, Jumbo Premium, Jumbo Premium, Goldspieler Set, Prime Goldspieler Set, Olympique Lyon ist Premium Gold Set, Premium Gold Set, Goldspieler Set, Premium Gold Set, Premium Gold Set. Also sind schon coole Sets so und in der Summe kriegt man dann 30.000 Münzen und Lacazette als Spezialkarte, aber man muss dafür einfach so viel investieren, dass das total sinnlos ist. Wenn man nicht die Spieler sowieso im Verein hat, was ich in diesem Fall nicht habe, weil so viele Bags habe ich auch noch nicht gezogen. Und ja, wir gehen in die Top-Partien. Und da, weil ja Länderspielpause ist, gibt es diese Woche logischerweise Länderspiele. USA gegen Mexiko, Brasilien gegen Argentinien, Wales gegen Serbien. Warum, weiß ich nicht genau. Die serbische Flagge sieht auch ziemlich kacke aus, ohne das Logo. Also sie hätten es andersrum machen sollen, ging aber natürlich auch wieder nicht. Ist auch egal. Und Nigeria gegen Algerien. Ich habe die USA gegen Mexiko schon abgeschlossen, wie gesagt im Stream. Jumbo Premium Gold Set, da war Hövedes drin, genau. Aber hier haben wir jetzt noch 4 Premium Gold Sets, die wir bekommen. Weil, ja, man kriegt für die abgeschlossene Challenge Premium Gold Set. Und für jedes einzelne hier nochmal ein Premium Gold Set. Hier nochmal 2500 Münzen für. Und ich habe die Teams schon fertig, deswegen präsentiere ich sie euch einmal ganz kurz. Die Challenges sind diesmal nicht so easy. Wir brauchen hier mindestens 5 Spieler aus Brasilien, mindestens 5 Spieler aus Argentinien und mindestens 7 Ligen. Spielerqualität, genau, Gold, genau. Und ich habe das eigentlich relativ easy wieder gelöst. Caballero, Innenverteidigung dann bestehend aus 2 Argentiniern aus der mexikanischen Liga. Dann mit einem Ansaldi in die brasilianische, in die Serie A gelinkt, ein Brasilianer genommen. 2 Brasilianer aus der Liga NOS und vorne einfach, ja, nochmal 3 Brasilianer. Zufall, dass Eden Nilsson auch noch aus der Serie A ist. Normalerweise kann man auch jeglichen anderen nehmen. Rechtsverteidiger einfach irgendein Argentinier und dann passt das mit der Chemie schon. Auf 98 sogar, vor allem weil es halt First Owner sind. Ansonsten wäre das eventuell nicht so. Aber ich denke mal, das ist so relativ gut veranschaulich, wie das Ganze funktioniert. Wir senden das ab und kriegen dafür ein Premium Goldspieler Set. Ja gut, man sollte auch richtig lesen. Hier ist es ein Premium Gold Set. Und hier ist auch ein Premium Gold Spieler Set. Ja gut, wie gesagt, man sollte vielleicht lesen. Gut, Wales gegen Serbien. Auch die nicht so schwierig. Im Endeffekt soll man da einen Spieler aus Serbien, einen Spieler aus Wales. Habe ich hier Collins gekauft für 850 Münzen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und hier Tosic hatte ich im Verein. Dann braucht man 3 Ligen und Mindestgesamtwertung 78. Wieder Teamchemie 95. Habe hier einfach mal ein bisschen russische Liga lang gebaut, was ich im Verein hatte. Und hier dann schlicht und ergreifend Premier League, die Achse, zusammen hier mit Cagliari und Pereira und dann hier Rigoni, einfach ein Argentinier aus der Liga. Hier kann man theoretisch auch jeden Brasilianer, keine Ahnung mit, wen haben sie denn, brasilianischen Stürmer, haben sie glaube ich gar nicht, ne, in der Premier League. Aber könnte man Oscar hinstellen als Stürmer, Fernandinho als CLM und dann hier Neymar, nur rein hypothetisch, das würde genauso funktionieren. Ist also wieder relativ easy, 95 Chemie muss man haben, kostet wiederum eigentlich fast nichts. Die Spiele habe ich alle hier gezogen, aber die kosten auch nicht mehr als 500 Münzen normalerweise. Masuaku ist ein bisschen teurer, habe ich auch gezogen, Pereira kostet vielleicht 2000 Münzen, aber das geht alles vollkommen klar. Klar, und guck mal ganz kurz nach, vielleicht ist er momentan teurer wegen der Argentinien-Challenge, ne, 2000 Münzen, total easy, kann man sich locker easy nachbauen, da bekommt man das Premium Goldset und 2500 Münzen und das machen wir natürlich hier auch wieder und dann braucht man nur noch eine, um diese Challenge hier abzuschließen und das ist Nigeria gegen Algerien und das ist ein bisschen schwieriger, weil man braucht 2 Spieler aus Nigeria, 2 Spieler aus Algerien und die zu verbauen ist nicht so ganz einfach, allerdings hatte ich das Glück, dass ich im Verein Brownie Day hatte und Leon Balogun, also einen, 2 Nigerianer und leider Gottes keinen linken oder rechten Mittelfeldspieler, aber das geht Gott sei Dank auch so. Man braucht wieder 95 Teamchemie und Brownie Day, weil er Erstbesitzer ist, bekommt hier auf der linken Seite 3 und das reicht dann aus. Dann hier Hani im Mittelfeld und Bentaleb als Algerier. Theodorczyk und Kuba ist ein relativ offensichtlicher Link. Man hätte hier theoretisch auch, wer ist denn hier? Ach nee.
Gott, halt, warte mal. Hat Anderlecht eigentlich einen anderen Stürmer als Theodorczyk? Fällt mir gerade ein. Ich habe an diesen komischen Vogel gedacht, der mittlerweile bei Porto spielt. Dessen Name ich gerade. Depoir oder sowas. Depoitre, keine Ahnung. Nee, geht gar nicht anders. Also man muss Theodorczyk und Kuba nehmen, aber das ist ein relativ einfacher Link. Und dann hier einfach irgendein Rechtsverteidiger aus der Bundesliga mit Balogun, aber den zweiten Nigerianer. Dann kannst du hier einfach Bundesliga langbauen. Marco Marin ist der starke Link zu Brownie Dale. Könnte man theoretisch auch Fortunis nehmen. Und dann hierhin ja, halt einen griechischen Innenverteidiger. Papadopoulos irgendwie von Leipzig. Und irgendein griechischen Linksverteidiger würde wahrscheinlich auch gehen. Könnte man die Position auch anfassen passen. Und ich denke mal, dann würde es auch mit der Chemie hinkommen. Wieder Double Time hier, es tut mir leid. Ist also, wie gesagt, mal wieder relativ einfach zu bewerkstelligen. Hat mich jetzt persönlich eigentlich nur Honey gekostet, 950 Münzen. Obwohl, nee, Kuba habe ich auch gekauft, 550, glaube ich. Also diese Challenge auch wieder 1400 Münzen und dafür dieses Prime Gold Set, wenn man die Spieler im Verein hat. Nee, Premium Goldspieler Set, Entschuldigung. Ist definitiv in Ordnung. Und damit haben wir die Challenge abgeschlossen und damit haben wir die Gesamtheit der Challenges abgeschlossen. Mal wieder die Top-Partien für relativ wenige Münzen. Es macht einfach Spaß, die zu spielen. Ich wünsche mir mehr solche Challenges und nicht so hier Marc Overmars, wo mir immer noch die Spieler von, genau wie letzte Woche, von Willem Twee und von den Go Ahead Eagles fehlen. Weil, Leute, das ist einfach viel zu krank, ja. Ich meine, man kriegt einen Leihspieler für 20 Partien, okay, ist eine Legende, aber, weiß ich nicht, Willem Twee, die Spieler kosten alle 8000 Münzen oder sowas. Das lohnt sich halt überhaupt nicht, genauso wenig wie die von hier Go Ahead Eagles, wenn es überhaupt welche auf dem Markt gibt. Ja, die sind mittlerweile schon einigermaßen runtergegangen, das ist ganz cool. Aber, ja, das ist trotzdem einfach zu teuer, so, keine Ahnung. Da könnt ihr mir gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber genau das gleiche ist halt bei dieser Lacazette-Challenge und so. Bei denen ist es halt ganz cool, dass man für die einzelnen Vereine, wenn man da gerade mal genug Spieler im Verein hat, können wir ja ganz kurz gucken, ob ich das habe, dass man da quasi schon für die Challenges oder für die einzelnen Teams einigermaßen was bekommt, aber nichtsdestotrotz, also ich habe nichts von Nancy, von Saint-Étienne habe ich nur 4, von Dijon habe ich nichts, von IR Guingamp ich glaube mal 2, Lorient habe ich auch nichts, Metz auch nicht, Nantes auch nicht, Toulouse auch nicht, Girondin Bordeaux auch nichts, weil ich halt auch für andere Squad-Building-Challenges benutze. Das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, ist Lyon, dass ich davon einigermaßen viele habe. Ja, hier haben wir noch Roger Sinis, aber das ist jetzt auch nicht so viel und ja, genau, hier noch ein paar, aber wie gesagt, ich finde es relativ beknackt, die Art und Weise, wie er das macht. Vor allem, weil es halt einfach unmöglich ist, da vernünftig, für einen vernünftigen, wenn man die Karte wirklich haben mit dem Lacazette, kann ich verstehen, weil ich habe auch in meinem aktuellen Team, das nicht ganz so geil ist. Man kann nicht verstehen, was die macht, aber ansonsten lohnt sich das halt irgendwie überhaupt nicht. Oder wenn man halt Coins im Überfluss hat, okay, aber so ansonsten nicht wirklich. Wir haben 4 Sets, die werden wir jetzt noch öffnen und ich beende vorsichtig das Video mal wieder hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung, wie gesagt, Links auschecken und dann sehen wir uns bei der nächsten Squad-Building-Challenge wieder, beziehungsweise bei den anderen Videos, die ihr natürlich gerne auch auschecken könnt. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut. Haut rein und ciao.